So, das war wieder ein fetziger Auftritt von Ada the Mysterious Wong. Also auch sowas von überdramatisch, ja. Ist untypisch für Frauen. Ja, kleiner Scherz am Rande. Dafür werde ich bestimmt noch bezahlen müssen. So, okay. Schauen wir mal, ist hier noch irgendwas? Nö, ansonsten rasen wir mal ganz kurz hier nochmal wahrscheinlich das Schlafzimmer des Kastellans ab. Der feine Herr, pompös, wie er hier eingerichtet ist. Und... Musik ist schon immer geil. Kann man nicht anders sagen. Gewehrmunition. Kann man das ja eigentlich lesen? Dieselbe wie verbleibende Jahre? Rot beginnt das Mal des Lebens. Klingt aber auch sehr pathetisch. Okay. Alles klar. Verwenden wir die Nummer noch. Hier haben wir Pistolenmunition. Und auch da bin ich leider voll. Das ist ja zum Kotzen. Wie viel ist es denn? Kannst du aufnehmen? Kurz sagen? Nee, immer noch nicht. Dann lassen wir mal erstmal kurz liegen. So, was haben wir hier noch? Fleisch. Um die uns gegebene Zeit zu feiern. Ja. Der letzte Schluck. Die Flasche bricht. Verwandelt uns zu dem Staub, aus dem wir kamen. Meine Güte, das ist aber auch. So. Service bitte. So, und jetzt kommt der Kracher. Was für ein Schlüsselmechanismus ist das denn bitte? Das ist also... Da fällt ja dann doch gar nichts mehr zu ein. So, kann man denn hier noch was reißen? Ich habe fast ein bisschen Angst, die jetzt kaputt zu machen. Einfach aufgrund dessen, dass ich nichts mehr weiter aufnehmen kann. Okay. Gehen wir hier rein. Aha. Ja, ist ja schön. Hier können wir ja... Oh Mann, ey. Kann ich gar nicht aufnehmen. Aha, okay, alles klar. Nein, machen wir mal kaputt. Spinell. Okay, hier können wir noch das mitnehmen und das mitnehmen und das mitnehmen. Ja, gucken wir mal kurz. Okay, schauen wir mal hier rein. Hoppa, okay. Hey! Ah! Snake! Das Ei können wir aber noch mitnehmen. So, was haben wir denn da gerade überhaupt gefunden für einen schönen Schatz? What is it? Ah. Sehr schön, für die Maske. Das benutzen wir doch gleich mal. Hier können wir jetzt... Nee, können wir leider nicht. Was fehlt uns denn noch? Untersuchen. Ja, blau wird uns wahrscheinlich noch fehlen hier, würde ich jetzt mal vorsichtig sagen. So, ich... Es ist zum Kotzen, ich... Würde gern alles hier mitnehmen, aber ich habe wirklich Angst irgendwie, dass ich das nicht mitnehmen kann. Schlicht und ergreifend. Weil kein Platz mehr da ist. So, man könnte... Oh, das ist ein Fenster. Das ist so ein Fenster. Sieh doch, komm her. So, ich sag scheiße hier. So, also ich weiß auf jeden Fall, dass der nächste Raum, der ist knackig. Der ist knackig. Der ist knackig, sag ich. Okay, probiert. I try my best. Oh, was ist aber? Unerwartet, diese Falle. So, und er ist natürlich extrem unangenehm. Na gut, okay. Wird's mal Zeit für eine Dröhnung.
Okay, na, das ist ja doch noch ganz entspannt geklärt worden eigentlich. Um es ganz vorsichtig zu sagen. Ach, es ist einfach. Quatsch. Wenn du hier halt wirklich diesen Krallenganado hier drin hast, der ist halt echt, sobald du hier anfängst zu schießen, weißt du sofort, wo du bist und geht auf dich los. Da ist das schon mal ganz anders ausgegangen hier, die Ecke. Das kann ich mich damals erinnern. Bin sehr oft gestorben hier. So. Ah ja. Hier können wir nochmal kurz schauen. Was habe ich hier noch? Alles klar. Magnum-Munition. Das ist natürlich eine geile Sache. Und ich bin jetzt komplett voll. Komplett. Das war scheiße. Okay. Naja, dann. Okay, jetzt zu. Na dann. Jump it down. So, dann könnten wir hier eventuell die Brücke aktivieren. Das machen wir mal. Wer so viel gebaut hat, Alter. Find's ja witzig, ne? Ist ja auch wirklich unterhaltsam. Oh! Wieder. Sollen wir ihn noch nehmen? Oh nein. Alan. Hinter mir? Stirb einen qualvollen Tod. Novize des Bösen. So, mal nachladen. 90 Schuss, okay. Hallo? Take a look at the map. Oh, hier oben haben wir einen Händler. Aber es wird sich auf jeden Fall lohnen, nochmal zurückzugehen. Aber ich hoffe wirklich, ich hoffe mal, dass ich jetzt hier einen größeren Koffer finden und kaufen kann. Das wäre echt geil. Some rare things. What are you buying? Yes. Is that all strength? Thank you. Nice. Das ist geil. Das finde ich gut. What are you buying? Gib mir den noch was? Nö. Okay, jetzt kann ich quasi jetzt hier erstmal die ganzen Vasen collecten. Jetzt Vasen collecten, was ist denn überhaupt für ein scheiß Dingdisch? Erstmal collecte ich die ja nicht, sondern destroy ich die. So, okay. Da unten, da müssen wir noch rüber. Aber ich gehe erstmal zurück. Okay, da haben wir noch eine Vase. Die können wir uns noch holen. Cool, Meme. So. Na, schau sich mal das einer an. Das ist doch mal Sahne. Und wir fragen uns doch gleich mal. Hat das hier Platz? Okay. Auch schon wieder, er kann schon wieder viel zu viele Sachen nicht aufnehmen. Das ist wirklich, das ist echt ärgerlich. Na, was haben wir denn hier? Wir haben schon mal zwei Granaten. Das ist echt scheiße. Gewehrmunition nehmen wir natürlich gerne mit. Raketenwerfer. Ja, Pistolenmunition. Sturmgewehr. Oh, tatsächlich können wir die sogar noch aufnehmen. Das ist ja super. Ah, okay. Ich hätte gedacht, dass der Raketenwerfer nochmal zwei Slots mehr kostet. Aber wollen wir uns beschweren? Ein Seidenkristall. Haben wir hier noch was auf dem Sofa? Nö. Okay, cool. Ah.
Klunk. So, dann springen wir hier nochmal schnell runter. Holen uns die Vasen. Wo nichts drin ist. Da muss ich mal auch recht überlegen. Ja, da hast du halt so ein Schloss voll mit Vasen. Und dann siehst du dann da irgendwie so ein Novizen, der da jetzt sagt, oh, na, hier packen wir mal ein bisschen Munition drin. Oh, hier versteckt mal ein bisschen Gold drin. Total abstrakt eigentlich. Aber das ist halt Resident Evil. So. Okay. Wir könnten erstmal kurz hier nochmal einen Blick auf die Karte werfen. Schauen wir mal, was uns jetzt hier gleich erwarten wird. Aber nichtsdestotrotz können wir natürlich ein bisschen verkaufen. What are you selling? What are you selling? Thank 19 you. Spinels. Is that all, stranger? Geil ist das denn? Thank you. Schöner Ding, ich hatte. Schöner Ding. So. What are you buying? Ja, wie gesagt, die Hütte ist voll bis oben. Man kann jetzt halt wirklich echt überlegen, ob man eventuell Granat verkaufen. Das widerstrebt mir sehr irgendwie. Pistolenmoon, Shotgun, Shells irgendwie. Benny wird mich höchstwahrscheinlich jetzt rügen innerlich irgendwie, dass ich einfach hier ein Arsch voll an Munition habe irgendwie für die Shotgun und die nicht benutze. Da wird er wahrscheinlich sich die Haare raufen. 84 Schuss. Ich benutze sie nicht. Aber der Punkt wird kommen, wo ich sie benutze. Wo ich sie benutzen muss, weil... Ja, es wird nicht leichter. Leon! I got it! Louis! Now that I have the sample, you serve me no purpose. Sadler! My boy Salazar will make sure you follow the same fate. Stay with me, Louis. I am a researcher, hired by Sadler. He found out what I was up to. Don't talk. Here. It should suppress growth of the parasite. The sample. Sadler took it. You have to get it back. Louis! Louis! Ja, das war eine fiese Hentai-Attacke von Sadler. Für deinen Tod werden sie büßen, das verspreche ich. Nett? Ich höre Arschli. Ja, ist, ja, macht Luis so ein bisschen aber auch zu so einem sinnlosen Charakter hier irgendwie. Also, warte, ich hab die Probe, warte, ich hab sie vergessen, ich renn wieder weg. Und jetzt komm ich und, guck mal, Katze und, hallo. Lohnt sich immer, die Bilder von Sadler abzuholen. So. Wir hören schon im Hintergrund Arschli. Diese. Voll ist er. So eine Scheiße. So eine Scheiße. Red 9 machen irgendwie. Die ist doch ein bisschen. Ja, ja, beruhig dich. Ja, ja, ich kann das. Talk about near-death experience. Ashley, get out of there! Go ahead, go ahead. Are you done? Wo sind sie denn? Wo
den sie will. Ist da noch jemand? Hello? The door's locked. I can't open it. Mátalo. Ahí está. Wo ist er? Da ist er. Ist im Mund da? Ja. Genau, 36 Schuss. I got the key. I can get out. Kommt da noch jemand? Genau. Und wir spielen die Rotzgüre. Wir spielen Ashley. Okay, alles klar. Was? Ashley kann, glaube ich, mal gar nichts irgendwie, außer irgendwo durchkrauchen und das war's. Und Sachen sammeln. So. Naja, gut. Okay. Dann tun wir aber genau das. Na, wir sammeln ein paar Sachen. Und die können wir, glaube ich, nachher Leon geben. Oh, da muss man vorbeischleichen. Sieht mich doch, oder? Wenn ich jetzt hier vorbei glibber. Oh, eine schöne Zielscheibe hinten auf dem Kopf drauf. Ah, so. Nude. Dann komm hierher. Na, komm mal her, Freundchen. Stirbt! Oh, er ist noch nicht tot. Das ist jetzt blöd. Das ist jetzt blöd. Moment. Stopp! So. Okay, also wir können uns mit dem rudimentären Werfen von Fackeln irgendwie so ein bisschen behelfen. Ob das jetzt geil ist, wenn man da hinstellt, aber naja. Besser als nichts. Da! Ah, hier ist da! Und, ist er tot? Nee, ist er nicht. Na komm. Put, 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 put. Ist ja schön, dass ich davon nicht selbst auch Damage bekomme, irgendwie. Das wäre jetzt recht häufig passiert, glaube ich, gerade. So, okay, alles klar. Hier haben wir ein paar Kurbeln. Mal hier noch was. Ah, hier was zum Öffnen. 2500 Pesetas. Oh, ist das da? Was zum Lesen? Kann man da durchkriechen? So. No, das ist nicht zum Lesen. Tja, da vorne haben wir noch einen Schrank. Kommen wir da ran? Nö, kann man nicht. Na gut, okay. Ich mache das jetzt mal auf. Und probeln wir mal. Ich glaube, das ist einfach so lächerlich lang, irgendwie, damit man nicht einfach an den Gegner vorbeirennt und das schnell öffnet. Eine hässliche Animation, ey. So, okay. Schauen wir mal ganz kurz hier drüben nochmal nach. Vielleicht haben wir hier noch was zum Öffnen oder so. Nope. Nee, das sieht alles soweit. Oh, was haben wir denn hier? Achso, damit könnte ich das öffnen. Damit ist einer auch nicht geholfen. So, okay, gut. Alles klar, alles abgegrast. Dann gehen wir doch mal da durch.
tote Pflanze. Endlich, endlich. So. Ah, ja, okay, alles klar. Hier ist nachher der Point of Destiny. Notiz des Butlers. Da Sir Ramon, nee, Senor. Senor Ramon Salazar keine Familie hat, muss Lord Settler seinen starken Glauben an die Los Illuminados genutzt haben, um ihn dazu zu bewegen, die von seinen Ahnen versiegelten Las Plagas zu befreien. Senor Salazar würde so etwas niemals wissentlich tun. Ich hätte das falsche Spiel des Lords ahnen müssen. Jetzt bin ich mitschuldig. Ich habe keine Ahnung, was der Lord vorhat, aber Senor Salazar wurde nur ausgenutzt. Nun ist es zu spät. Senor Salazar hat die Plagas in seinem Körper injiziert. Haben sie erst einmal adultes Stadium erreicht, gibt es kein Zurück mehr. Der Plagerparasit stirbt erst, wenn der Wirt stirbt. Es gibt keine Rettung. Vielleicht hat Senor Salazar eine Ahnung von den Plänen des Lords. Aber ich kann nichts tun. Ich diene der Familie Salazar seit Generationen. Ich bin bereit, meinen Dienst bis zum Ende auszuführen. Das ist echt krass, dass selbst ein Butler Ahnung hat, wie sich so ein Parasit verhält. So, okay. Da haben wir noch was gefunden. Können wir hier? Achso. Hey, von unten zieht's. Licht am Röckchen. Vielleicht ist es auf der anderen Seite ein Geheimgang. Ja, vielleicht. Ja, und hier brauchen wir denn... Moment mal, in der Mitte ist eine runde Öffnung. Da brauchen wir was zum Reintudeln. Spinell. So, noch einen schönen Gedenkteller mitnehmen. Und dann Seidenkristall. Und weiter geht's. Bam. Off. Hier werden auch einfach nicht nochmal die Türen geöffnet. Hier werden die auf ihr treten, auf ihr latscht. Wie auch immer. So. Grünes Kraut. Ansonsten können wir hier auch nichts... Oh, doch, schieben. Hier können wir was schieben. Und ein Taster. Nee. Der war es nicht. Hier kriege ich mal durch. Aha, ist noch ein Taster. Schalter drücken. Okay. Puff. Und zu ist er. Okay, also wir öffnen ihn ein und dann schließt sich dadurch. Steintafel. Jetzt ist der offen. So, jetzt fängt den jetzt nochmal drücke. Aha. So. Schön, dann können wir ja durch. Ein paar Pesetas ist immer gut. Seidenkristall. It sounds like danger. Zusammensetzen. Ja. Okay, gut. Dann müssen wir jetzt hier erstmal eine kleine Puzzle-Nummer machen. So, so, so. Das ist da. Ein Teil fehlt noch.
So, diese wunderbaren Ritterrüstungen haben jetzt aber irgendwie ganz blöde Angewohnheit entwickelt. Wenn es gleich lebendig. Schön hier. Schön hier. Das ist einfach. So, okay. Kann ich hier noch irgendwas anderes weggrabbeln? Nee, sieht nicht so aus. Okay, dann schnappen wir uns dieses wunderschöne rote Symbol der Familie Salazar. Die Insignie. So, oje. Und der Arsch des Manticores. So, wir treten die Flucht an. Palim, palim. Und da kommt er schon. Auf das Ding, los! So, tatsächlich müssen wir uns jetzt wirklich ein bisschen sputen, weil der Knecht verfolgt uns halt. Nemesis-Style. So, okay, hä, Moment mal. Damit ist das eine runde Öffnung. Da machen wir das hier mal rein, die Insignie der Familie Salazar. Und jetzt können wir das Ding drehen. Zieh mal durch. Eine Leiter, wie schön. Oh. Pesetas, die nehmen wir natürlich noch mit. Und dann schauen wir mal, was haben wir denn hier? Ja, das ist natürlich aber auch echt geil. Ja, so eine schön versteckten Gänge, so einer Burg. Die sehen wirklich sehr, sehr cool aus hier. Erfolgreich geöffnet. Leon! Ashley! You did good. I'm sorry if I was... Oh, don't worry about it. Come on, let's move on. Arsch, Alter. Wir sind voll bis unter Dach, so eine Kacke. So, okay, das kriegt man dann runter. Das ist jetzt nicht das Ding. Okay, das kriegt man... Das kriegt man schon nicht mehr runter, das ist schon schwierig. So, den schnappen wir hier auf. 15 Schuss. Ja, das kriegen wir aber auch noch hin, oder? Genau. Yay! Ah, oh, what a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Through your own actions. So, hier haben wir immer noch die Sniper Moon. Und dass wir einen Sniper haben und wir können es nicht aufnehmen. Wir können es nicht aufnehmen! Es ist zum Konzert. 5 Schuss. 3 Schuss. Ja. Ja, leider. Leider, was willst du machen? Was willst du machen? So, okay. Laufen wir hier nochmal was ab. Und? Hast du hier was zu sagen? Wird ein Tod für den Zibüsen. Und Ashley, die ist ja total egal, wa? Die ist ja total scheißegal. So, okay, wir könnten nach oben. Na gut, dann gehen wir mal da lang. Ach, großartig.
So, und hier ist schlicht und ergreifend ein Ding, wo ich halt einfach sage, irgendwie finde ich schon bei Star Wars, und man verstehe mich jetzt bitte nicht falsch, ich liebe Star Wars über alles, ich bin groß geworden mit Star Wars, aber wie hier dieser Lava-Abgrund hast du auch bei Star Wars Konstruktion, naja, einfach Architekturen, die ich nicht verstehe. Du hast denn so einen kleinen Gang, der über so einen gigantischen Abgang, so einen gigantischen Abgrund läuft, wo du denkst so, wer baut denn sowas? Und dann ohne Geländer. Wieso? Wait here. Bestes Beispiel, die beiden Knechis im Todesstern, die den Todesstrahl abfeuern. Gehen die Länder! Gehen die Länder! So, Ashley haben wir zurückgelassen und ich denke, hier werden wir gleich. Oha. Oha. Na, aber Freunde, ich doch. Ja, so kann's mal kommen. So, hier schießt mal jetzt nicht einfach mal. Dinger einfach runter. Ja, da hinten werden wir wahrscheinlich in dieser Kiste das letzte Teil für den Manticore bekommen. Und schauen wir mal. Da ist am besten dran. 5000 Pesetas. 5000 Pesetas, sehr gut. So. Kommt der Höhe des Grauens. Nochmal dabei sein. Nochmal einmal die ganz große Freiheit spüren. Ist doch. Das, man sieht mir nach, aber knall die Schweine jetzt einfach ab. Knall sie einfach ab. Oh, nochmal ein Lot Illuminados Anhänger. So, okay. Wunderbar. Aha. Ja, ist doch scheiße. Ist doch einfach mal scheiße. Was ist denn, wenn ich jetzt nehme? Und einen Scheiß kann ich tun. Kann ich jetzt sagen, hier kombinieren mit Waffe? Das wird nicht gehen, wa? Nein. Dann machen wir mal einfach so. Ja, ja. Ja, tick dies wohl. Und wir tauschen schlicht und ergreifend gegen diesen Einschuss. Für die Red 9. Das kleine Unwill. aus der Lava raus, ey. Ah, geil. Das ist einfach. Resident Evil Logik ist einfach die geilste. Ist doch jetzt überhaupt nicht heiß. Kann man rüberlaufen. Ist kein Problem. So, und hier haben wir das letzte Stück. Das Löwenornament. Und jetzt könnte mir auch einfach sagen: Kombiniere. Kombiniere. Oder du sagst das einfach nicht. Nee, macht er nicht. Macht er nicht. Will er nicht. Denn eben nicht. So, haben wir hier noch irgendeinen kleinen Schatz. Den haben wir anscheinend uns geholt. Ja, dann gehen wir zurück. Das kann so sein. Ja! So, okay, hier mal. Okay, na dann. Rein in die Kutschfahrt Tunnel. Ist auch cool, dass so ein Schloss so ein Schienensystem hat mit so einem Wagen. Das
Also. Kann man nur gut finden. Kann man einfach nur gut finden. Ist ein Traum. Oh, schaut mal hier. We're back. Oh, wir sind. Oh Gott, hier sind wir? Oh. Theoretisch wäre mal interessant, ob ich denn hier hingehen kann. Also, ey, wirklich, lassen die mich jetzt den ganzen Weg bis dahin laufen? Das ist doch nicht denn ernst. Erfolgreich geöffnet. Beautiful decoration. Ist noch nicht vollständig. Total scheiße. Die ganze Zeit, das Manticore war total Blödsinn. Das ist ein Manticore. So, haben wir hier was? Finden wir hier was? Geht hier was? So, nischt. Weiter geht's. So, haben wir hier noch irgendwas? Und ein Stein. Och, das Schloss, wie schön im Hintergrund. Die Schlösser. Wie viele Schlösser gibt's denn da? So, erstmal ein großes Lob nochmal an den Kastellan. Ja, hier wird gut gewischt. Ja, der Boden glänzt ja sensationell. Können sie auch nichts können hier. Aber wischen können sie. So, auf den Stühlen. Liegt nichts. Yes. Wo sind wir denn jetzt hier? Wo sind wir denn jetzt hier? Okay. Da können wir zum Händler gehen. Und hinter uns befindet sich nochmal ein Schatz. Da könnten wir mal probieren. Aha. So, Ashley. Wait. Dann bekommst du mal ein ganz entspanntes Wait von mir. Und wir werden mal die Binoculars hier auf die Druckplatte schieben. Schlee. Den hier gesagt, du sollst da stehen bleiben. Follow me. Wait. Sehr schön. So, du bleibst da. Oh, Moment mal. Das habe ich ganz dunkel noch in Erinnerung. Wenn du hier nämlich reinläufst, dann kommen so ein paar schöne Zackendecken runter, so alle Indiana Jones und da halt nur erkannt. So. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Ja, haben wir anscheinend überlebt, die Nummer. Ne? Salazar. Shavum Shavam. So, okay, das haben wir. Und hier müsste doch jetzt irgendwo ein Schatz zu finden sein. Hier hinten. Ist hier nur Blut. Das ist ekelhaft. Mataro! Oh. Okay, this is Alice. So. Treffen wir sie mal. Achso. Die Knie schießt da oben. Dachte, ich muss doch die Maschine schießen. So, dann komm mal schnell, Ashley. Komm. Oh, no. Oh, no. Scheiße.
das gleiche nochmal. Mátalo! No dejas que escape de la isla vivo. Fehlt dein Kind von den Lappen da, oder was? So. Komm ran hier. Mäuse gehen. Oh, das ist echt. Das ist ärgerlich. Das ist echt ärgerlich. Wait. So. Sag ja auch. Also wirklich. Feuern ja ihn. Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Kann ich jetzt irgendwas machen? Nee, ich kann nichts machen. Oder? Nee. Mann. Oh, ein schönes Schachbrett. Kann die jetzt hier noch nehmen? Pistolenmunition, was haben wir hier noch? Einen hübschen Bottich. Becher der gerade Königin. Hm. Ah, ist ärgerlich. Ist wirklich ärgerlich mit der TMP. Ja, jetzt muss man natürlich auch sagen, jetzt liegt halt auch natürlich der. Sag mal schnell, der Raketenwerfer wie Blei bei mir im Regal hier. Irgendwie. Und follow me. Nimmt natürlich viel Platz weg. Krichtel. Tja, schade. Kann ich denn nicht irgendwas? Naja, die Granaten werden wirklich ein bisschen schade dafür. Nee. Ich hab keine andere Möglichkeit. Scheiße, kann ich nicht machen. So. So, das hätten wir. Schatz hätten wir uns geholt. Hier vorne ist noch ein Schatz. Aber auch ein Händler. Hm? Oh, ist da eine Granate. Oh, nie. Oh. Oh. Hey, Dudes. Wait. Oh, was ist denn hier los, Freundchen? So, okay, cool. Jetzt haben wir hier noch ein paar Sachen. Die schronzen wir uns natürlich runter. Oh, wunderbar. Hör mal. Das können wir doch gleich auf die Maske pappen hier. Schon haben wir den zweiten dafür. Wunderbar. Follow me. Follow me. So, okay, warte mal hier. Konnte man denn nicht hier irgendwo? Nee, konnte man nicht. Mir war so. Als wenn man hier rausklettern konnte. Aber das lassen wir mal lieber. Weil das Glas hängt hier nämlich mitten in der Luft. Das ist unheimlich. So, okay, wir könnten hier jetzt den Gral der Königin platzieren. Diese Tür. So, wie sieht's denn hier aus? Ne. Ja, hier springst du wohl nicht raus, ha, Leon? So, ich geh aber trotzdem ganz schnell nochmal hier beim Händler vorbei. Welcome. Welcome.
got some rare things on sale. What are you buying? Okay, was hat er im Angebot? TMP, Feuerkraftverbesserung, das finde ich gut. Thank you. Das nehmen wir gleich mal mit. Verkaufen tun wir auch noch ein bisschen was. So, erstmal runter ist Gibbity Dipped. Das Schachbrett wird verkauft. Der Anhänger, die Maske noch nicht. Sei jetzt das Teil. Thank you. Is that all? Stück. Thank you. Cool. Cool, 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 cool. Come back anytime. Pistolenmunition. So. Erhalten eine Probe. Wie du vielleicht weißt, hat Lord Sadler Sierra beseitigt. Die Probe ist, wo sie hingehört. Ich hatte gehofft, alles könnte geregelt werden, ohne den Lord zu belästigen. Hauptsache, die Probe ist wieder da. Ich freue mich maßlos. Jetzt, wo die Probe in unserer Obhut ist, ist es schwer für die lästige Frau heranzukommen. In dieser Hinsicht ist es schade, dass Sierra gehen musste. Auch er hätte eine strahlende Zukunft vor sich gehabt, hätte er unseren Glauben geteilt. Das Schicksal der beiden anderen Amerikaner hat der Lord in unsere Hände gelegt. Wir dürfen ihn nicht enttäuschen. Wir werden Ashley fangen und vor den Lord bringen. Das ist geil, ich sag mal, der Kleine hier, sag mal schnell, Salazar, der hätte jetzt ja quasi Beda eigentlich getötet, irgendwie durch diese Decke, die runterkam, ne? Oder? Also, das ist doch irgendwie aber auch Quatsch. So, okay. Na gut, dann gehen wir mal da vorne durch die Tür. Ich will verarschen. Ich will mich einfach verarschen. So, ich sag jetzt, verwenden. Because of... Ich hatte eh ein bisschen Power-Abzug. So, nein. Mal equip hier. Oh nein, ich bin voll? Ach ja, weil ich das... Ach, naja, gut. Okay. In den Mund gesteckt. Hockt da einfach so eine Schlange in der Vase. Das muss man ja auch erstmal bringen. Ah, ist ein bisschen Kohle. Ah ja, okay. Hier haben wir ein paar zerbrochene Fenster. Und hier ist auch meines Erachtens nach ein Ausstieg. Wundervoll. Wonderful. So. Mann, das sieht hier schon wieder aus wie Kraut und Rüben. So, dann klettern wir mal hier hoch. Oh, hier hinten haben wir noch eine Kiste. Wunderbar. Mit einer Lampe. Und da können wir doch gleich mal gucken. Das war hier eine kleine Kombinierung. Kleine Kombination, nicht eine kleine Kombinierung. Beste Deutsch. So, okay. Tja, das sieht mir etwas heifig hier aus. So, und ich würde mal ad hoc sagen, wir sind jetzt natürlich nicht den korrekten Weg gegangen, sondern... Wir hätten eigentlich durch die Tür gehen müssen. Hallo. Hey, lass mich! Hau ab!
So, okay, machen wir mal ein bisschen. Alter, das gibt's ja gar nicht. So. Die Wichser sowieso alle auf den Arsch hin. Nutzen wir doch gleich mal den Rocket Launcher. Das ist aber hier ganz schön Polen offen. Blöde Fliege hier. So, wunderbar. So, der Hive hat natürlich beim Abschmieren extrem viele von diesen Diamanten hier fallen lassen. Diesen kleinen Edelstein, das ist natürlich total geil. So, okay. Haben wir alle? Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. So, dann würde ich doch mal sagen... Schwubbidiwupp. Echt, muss das erst... Muss denn erst wirklich der Hebel umgelegt werden? Tatsache. Ja, muss. Naja. Kling. Kling. Oh, was liegt denn da oben? Was liegt denn da oben? Was sehen meine müden Augen? Da das auch glänzen sehen über der Tür? Hier lag da was. Oder? Ach, dann sag mal, nicht blöd. Aber heute jetzt einfach bloß einer dieser Kettenglieder, die sich denn da oben. Oh, das ist ja ärgerlich. Tja, tatsächlich waren es wirklich wahrscheinlich die Kettenglieder. Mist. So. Hallo, Herr. Welcome. Welcome. Got some rare things on. What are you buying? Oh, is that nice. Thank you. So, Lampe. Oh, nice. Nice. Das ist ja mal geil. Thank you. So, also Kohle sieht echt gut aus. Kohle sieht echt gut aus. So, dann. See me, Mr. Kennedy. If you even scratch her, I'll break your bones. First, we shall see if you can make it this far. I'll be waiting. Shit. Also, Salas Salatschlüssel hat Ashley jetzt mal schön darüber geschleppt. Das ist sowieso besorgt. Na, mach mal bitte. Ah ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön.
So, man könnte also direkt hinterher.